Hallo und herzlich willkommen zu Folge 524. Wir sind hier auf dem Flaggschiff der Ork-Flotte, das wir in der letzten Folge schon begannen auseinanderzunehmen. Also begannen, wir sind fast fertig. Aber hier gibt es noch ein Zwischenstockwerk. Ich mach dich fertig, Mora. Okay. Mit dem Namen. Das hätte ich mir schon beinahe gedacht. Seekriegsherr Pankrosch. Das gefällt mir jetzt eigentlich wieder weniger. Aber immerhin wissen wir, dass er hier ist. Ich lerne nochmal neu. Ich meine, auf der anderen Seite, wir haben seine komplette Mannschaft und seine ganze Flotte zerlegt, aber ihn halt noch leben lassen. Deswegen weiß ich gar nicht, was so eine gute Idee war, aber ich habe mir sowas schon beinahe gedacht. Ich lasse ihn jetzt nochmal am Leben und ihr schreibt mir mal, ob das in Ordnung ist, wenn ich ihn töte, beziehungsweise ob er noch in irgendeine Quest verstrickt ist, weil das wäre ja sonst ein bisschen doof, um es mal simpel auszudrücken. Übrigens, falls ihr... Hier muss noch irgendwo einer sein, glaube ich. Irgendwo hängt ja doch noch einer rum. Ja, was ich sagen wollte, falls ihr irgendwie noch mehr wisst als ich bezüglich irgendwelchen Locations, Höhlen, sonst was, könnt ihr es mich ja wissen lassen. Vielleicht sind ja auch hier hunderte Höhlensysteme verborgen und ich weiß es nur nicht. Jetzt mal als übertriebenes Beispiel. Wie gesagt, ich habe ja hier von nichts eine Ahnung, quasi. Deswegen wäre ich euch verbunden, falls ihr da mir helfen könnt, falls ihr was wisst. Wenn nicht, dann halt nicht, ne? Ich kann euch ja nicht zwingen, mehr zu wissen als ich. Und ich kann euch auch nicht zwingen, es mir zu verraten. Ich kann nur darum bitten. Hier müssten wir aber zum Beispiel alles haben, so an Rinnen und Ritzen. Ja. Jetzt überlege ich noch, also wir... Ja, ich überlege gerade, wo wir am besten hingehen. Beziehungsweise wäre ich euch auch verbunden, wenn ihr mich bestätigen könnt. In der Annahme, die ich jetzt gleich äußern werde. Denn die Annahme lautet, ich glaube, wir haben alles, was hinter der Palisade ist, vernichtet. Bis jetzt auf den, wie heißt er, Pankrosch. Ja. Heißt für uns, dieser Abschnitt des Mintals ist abgeschlossen. Und wir können uns auf ja, weitere, schrägstrich andere konzentrieren. Denn noch gibt es ja hier einiges, was wir noch nicht entdeckt haben. Und ich überlege auch, wann wir das mit dem Ulumulu machen sollten am besten. Uns das besorgen. Ich weiß zwar, wo hier Urshak ist, aber vielleicht brauchen wir das Ulumulu auch noch für andere Situationen. Oder vielleicht wäre es ganz angenehm für andere Situationen. Da ist Albrecht, guten Tag. Wobei ich glaube es eigentlich nicht. Ach weißt du was, komplett mich am Arsch. Auf jeden Fall, wir haben die Palisade soweit beendet und ich überlege jetzt, entweder wir gehen durchs Ork-Gebiet oder... Also hier an der Seite hoch geht es ja zu Urshak. Wo laufe ich denn jetzt hin? Wo wollte ich denn hin? Wasserfall. Na, kommen wir da an Urshak vorbei? Das ist jetzt die Frage, wie gesagt, also... Ist es wieder so eine Fragerunde, wo wir am besten hingehen sollten. Auf jeden Fall werde ich die Quests mal abgeben. Wir müssen doch irgendwo noch hier in der Schnellauswahl. Nein. Hagens Lager, genau. Geben wir mal die Quests ab, die wir haben. Kriegen vielleicht auch neue dazu. Wäre ja recht nett. Und ja, also da hätte ich noch weitere Fragen, denn die erste wäre, diese Orks, die sich zurückziehen, nachdem man die Belagerung geschlagen hat, wo gehen die hin? Ja, also wenn ihr wisst, wo die sich sammeln und tummeln und darauf warten, abgeschlachtet zu werden, nennt mir den Ort. Ich versuche dann dahin zu eiern. Jetzt wird mir gerade die anderen Drachen, müssten wir noch ausspüren, genau. Genau, und dann noch... ob das ratsam wäre, das Ulumulu demnächst aufzusammeln bzw. aufzusuchen oder zumindest den Besitzer dessen oder der, der weiß, wo wir es herbekommen. Oder halt, ob wir das noch ein bisschen nach hinten verdrängen sollten auf der anderen Seite. Weiß ich halt nicht, inwiefern wir
direkt irgendwie auf Urshak treffen, wenn wir ins Orkgebiet hineinlatschen. Deswegen könnte man das Ulumulu eigentlich schon demnächst angehen. Könnte man auch mal, das ist auch kein Thema. Ich habe Albrecht gefunden. Es geht ihm gut. Sehr gut. Hat er dir was mitgeteilt? Er sagte mir, dass er weiter die Orks beobachten will. In einigen Tagen will er dann zurückkehren. Gut, ich danke dir. Nimm diese Belohnung von mir. Du hast sie dir verdient. Alles in Ordnung? Im Moment ja, aber was heißt das schon? Das Minental gehört zu den gefährlichsten Gebieten der... Wir müssen daher ständig auf der... So. Genau, Klosterruin. Von wem hatten wir die Quest bekommen? Gestad, okay. Ja gut, der ist ja in der Kneipe. Da können wir vielleicht auch mal weiter hier mit den Kneipen-Quests hier vorankommen. Hoffentlich. Hey du. So, geben wir dem erstmal Bescheid noch. Wegen den Klosterruinen. Ja? Ich habe mir dort die Untoten vorgeknöpft. Der Ort ist jetzt wieder sicher. Du machst Witze. Nein. Du kannst dir gerne nachsehen, wenn du mir nicht glaubst. Du kannst mir ja viel erzählen, aber das nehme ich dir nicht ab. Ah ja, geh doch hin. Okay, wir bekommen EP und sonst nichts. Das war wieder sowas von klar. Findelodagen, Klosterruinen, haben wir alles soweit abgeschlossen. Gut, hast du jetzt eine neue Quiz für uns? Zeig mir das. Nein, ich will nicht deine Ware, ich will die nächste Quest hier. Also da müsst ihr mir echt mal helfen, falls ihr da mir weiter helfen könnt, falls ihr da weiter wisst. Denn irgendwie, mit dem sollen wir ja noch nicht reden. Aber es gibt ja hier noch Quests in der Kneipe. Und ich weiß nicht, wie ich die auslöse oder wie ich da weitermache. Ja, dieser eine Typ, der ist ja verschwunden. Also wir haben ja schon sogar rausgefunden, wo er sich aufhält. Deswegen wäre es ganz gut, wenn ich da wüsste, wie wir da weitermachen könnten. Aber nun gut. Ich überlege gerade, wir könnten auch, wisst ihr was, ich glaube, ich gehe jetzt einfach. Da ich ja sowieso leicht planlos gerade wieder rumeier, nachdem ich die Quests abgegeben habe. Gehen wir doch am besten mal, nee, nicht zur Burg, sondern... Na, wir können nicht einfach, das geht nicht, ne, ist ja eine andere Welt. Genau. Hätte ja, hätte Autoreifen, hätte ja sein können. Fischerdorf, wir haben doch bestimmt noch irgendwo einen Teleport. Ja, nee, nicht zum Teleport, zum... Pass im Minental, genau, das meine ich. Genau sowas. Ja, genau sowas. Ist ausreichend. Ich speichere aber, bevor wir rausgehen, hier nochmal ab. Nicht, dass das hier wieder dann rum... Na gut, wir haben es einmal ins Minental geschafft, wir schaffen es auch ein zweites Mal. Das heißt, hier gibt es dann gleich wieder ein bisschen Rumbaggerei, das weiß ich jetzt schon. Denn eigentlich sind wir ja noch nicht bereit fürs Minental. Zumindest hat sich das der Roland in den Kopf gesetzt. Warum, weiß ich auch nicht. Der alle Schwachmat. Aber das hat er ja, dass er dann, hatten wir ja schon mal, dass er dann einfach von alleine wieder zurückeiert. Und man ihn quasi nicht steuern kann und er einfach versucht, eben aus diesem Gebiet rauszukommen. Nein, stopp. Halt. Ein scheiß Schrei der Toten. Nein. Hakelige Steuerung. Wow. Ach, jetzt schießt er. Wow. Das ist doch der Orkkrieger. Hatte ich die nicht erledigt? Hätte gedacht, wir hätten die schon umgebracht alle. Da hab ich da blindlings in die Orks rein. Mit einem erzählt, ah hier, da Mintalpe, Roland hat rumgespackt. Uga. Kommt die direkt angeeiert. Mensch.
So. Da hinten ist die letzte Pissbacke. Der mit seinen... Was ist mit dem denn gewesen? Mit dem Totenkopf. Der mit seinen blöden Zaubersprüchen. So. Ich habe gerade ganz kurz gedacht, die Barriere wäre da. Ist die Barriere da? Oder kommt mir das nur so vor? Naja. Nein, wir sind wieder eingeschlossen. Natürlich sind wir es nicht, aber... Das wäre ja mal der Oberknüller. So. Hoffentlich finden wir Tarok. Das wäre jetzt nämlich wirklich wichtig. Ich probiere mich am besten zu Onas Hof und dann schauen wir nach, ob wir ihn finden können. Ja, genau. Ich sollte jetzt nicht ins Mittelteil gehen. Ich sehe übrigens wieder den Tod kriegen, den da hinten, wegen der NP. So. Zumindest dachte ich das. Ach, leck mich doch. Naja. Kriegen wir noch nicht. Okay, also, jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Wir könnten uns auch zu Orlans Taverne teleportieren, aber da bin ich mir jetzt gerade gar nicht 100% sicher, ob wir da alles gesäubert haben. Das wäre natürlich auch unglücklich. Ne, wir könnten auch einfach... Ist doch von hier viel kürzer, oder? Oder war das doch nicht viel kürzer? Und erstmal... Schlachte ich Schafe? Nein. Erstmal pennen wir eine Runde. Also wieder dunkel und der Regen geht mir auch auf den Sack. Bin ja wieder vollkommen von oben bis unten unzufrieden. Deswegen lege ich mich neben meinen Schlafsack. Ah, das war schon viel schöner. So, uns der Ziegenfell-Schlafsack wieder mitnehmen. So, und während wir den suchen können, können wir noch ein bisschen EP mitnehmen. Wie gesagt, stimmt ja. Da war ja auch was bezüglich Monster Respawn. Weil Drachenslepper waren hier keine. Ihr Pisser bleibt, wo ihr seid. Ich glaube nur die EP. Ach. Du hast es mit einem Schlag tot, oder was? Das sind verschiedene. Das sind verschiedene. Die Mintal, die gingen mit einem Schlag nicht. Also... So, haben die jetzt alles umgeprügelt, oder was? Ja, ja, komm. Rechts woanders. Ist halt die Frage, inwiefern sind die ganzen hier Bauernhöfe noch kontaminiert mit Orks. Da hinten haben wir den Maler, bei dem sich eigentlich der gute Tarok aufhalten sollte. Wo ist der denn sonst? Oh Gott, wo war Tarok? Och nee. Jetzt geht die Surerei wieder los. Das habe ich mir schon beinahe gedacht. Hat mir sogar nicht jemand geschrieben, wo der war? Ich erinnere mich gerade gar nicht mehr dran. Das ist natürlich ungünstig. Jetzt gibt er mir gleich sowieso die Quest wahrscheinlich, oder? Hey du! Nee, nicht einmal. Die Quest wurde schon erledigt, aber warum zur Hölle? Weg mit der Waffe! Ach, halt die schon wieder so ein Mistvieh! Schafsfälle oder Pentier oder was? Malerstoff, da kann ich jetzt hier drauf umkraken oder was? Schade, kein Pinsel dabei. Brrr, wo ist Tarok? Gucken wir erstmal bei den Bauernhöfen vorbei. Ob da was los ist. Sollte da die Zivilisation nicht zurückgekehrt sein eigentlich? Also die Menschen? Nein. Das ist ja jetzt... Das ist ja jetzt richtige Pisse. Wo war der denn? Wo war Tarok? Oh, die fressen ihre Artgenossen. Kannibalen! Boah, Tarok. Standort Tarok. Das ist halt schon ziemlich lange her. Um nicht zu sagen, verdammt lange her.
Boah, ist das mal angenehm mit Destiny 2 gewesen. Solche Schweine. Ist aber auch mal wieder angenehm, gegen schwache Drachen-Snapper zu kämpfen. Ha. Auf der einen Seite ist es gut, dass wir jetzt quasi noch ein bisschen EP mitnehmen können, aber auf der anderen Seite ist es jetzt gar nicht so relevant, EP zu sammeln. Das hatte ich ja Ende der letzten Folge schon mal erwähnt. Weswegen ist mir eigentlich schon Promor. War der schon immer? Ja, stimmt, hier waren ja ein paar Überbleibsel an Zivilisationen. Ja, die... Ach, stimmt doch, Corinne selbst ist ja nicht befreit. Eieiei. Weißt du, wo ich Kraut kaufen kann? Tut mir leid, da liegt wohl ein Irrtum vor. Aha. Ich hab da mal eine Frage. Die rote Laterne ist vorerst geschlossen. Ich muss hier erst wieder alles in Ordnung bringen. Okay, also von den Dialogen scheinen die sogar schon in Corinnes wieder zu sein. Aber das sind sie nicht. Vielleicht hat der Alte auch nur Wahnvorstellungen, keine Ahnung. Tarok, Tarok, Tarok. Ich glaube, die sind echt bei Kapitel oder sonst was Aktualisierung neu gespawnt. Denen liegen ja ein paar tote Exemplare rum. Wie gesagt, ich kill die jetzt einfach nur, ja, weil sie mir im Weg stehen. Nee, weil ich verzweifelt jetzt die Map nach Tarok absuchen muss. Also was heißt müssen? Wir sollten ihn aber schon auftreiben, den Kerl. Und ich glaube, der war auch auf jeden Fall nicht weit entfernt. Also hier Umgebung irgendwo bei den Bauernhöfen. Söldner ist wieder bei der Hütte. Von wo der Basta alles ist. Valentino ist hier drin. Wie gesagt, die Quests hier haben wir auf jeden Fall, wenn auch nicht im Spielstand, auf jeden Fall im Let's Play schon beendet. Wo ist Tarok? Fuckt. Ich bin schon dreimal an ihm vorbeigelaufen. Ganz ekelhaft. Und da hinten ist ja so ein der alte Friedhof. Ja. Und der Gegner hat man schon lange nicht mehr, ne? Also jetzt bis auf die Knochenkrieger. Aber die zähle ich jetzt mal zu Antagonisten fast schon. Ja, also sagen wir mal so Untote hat man schon lange nicht mehr. Spricht euer letztes Gebet oder sonst was. Hier sehe ich noch alles voll mit Viechern. Ich stell mir immer so manche Fragen. Ne? Überlegt mal zum Beispiel irgendein Film mit Untoten. Ja? Irgendein Film mit Untoten, mit Zombies, die sprechen können oder sonst was. Ja, irgendwelche Verfluchten. Oder im besten Fall Skelette. Wenn sie dann auf einmal anfangen zu sprechen. Wie soll denn das gehen? Das sind so Dinge, die schon ich mir bei Filmen, genau. Ich genieße nicht die Story, ich stelle unnütze Fragen. Nee, Quatsch, das meine ich aber gar nicht, aber es ist mir gerade wieder in den Sinn gekommen, weil ich, was habe ich letztens geguckt? Wieder, ich glaube, Fluch der Karibik, und da ist mir das auch wieder aufgefallen. Die sind ja auch verflucht, da die Hannebambel. Also der erste Teil, den habe ich gesehen. Es war eigentlich egal, weil fast in jedem irgendwelche Untoten oder andere Monstrositäten zu finden sind, die rein theoretisch so gar nicht sprechen sollten. Aber naja, gut. Das nur mal als ganz kurzer geistiger Ausflug. Ja, macht euch mal Gedanken, warum es Skelette gibt, die sprechen können, wenn sie doch gar keine Zunge besitzen, ja? Oder nur eine verfaulte Zunge. Ja, mit abgeschimmelten Muskeln lässt sich eigentlich nicht sprechen, aber es sind und bleiben ja Filme. Und da haben auch gar keinen Realitätsanspruch, deswegen ist das auch im Prinzip unnütz, aber einfach mal so vielleicht. Falls ihr gerade nichts habt,
womit ihr euch beschäftigen könnt geistig. Nehmt euch mal 20, 30 Sekunden Zeit und ja, dann könnt ihr es euch auch wieder lassen. Und über höherwertigeres Philosophieren zu Tarok. Wo bist du, du Saftgesicht? Du Wölfe, Goblins, ja, das sind ja nicht mal Gegner, die ansatzweise EP bringen. Oder gefährlich wären. Ich überlege auch die ganze Zeit, wo der sein könnte. Warum ist Corine so groß? Was soll denn das? Wer hat denn sich das überlegt, ey? Was soll denn das mit dieser Open World, Mann? Da, das ist ja zum Verzweifeln. Natürlich nicht das wunderschön, aber für solche Fälle ungeeignet. Wenn es nur eine Person gibt, die man suchen muss in einer riesigen Welt. Ich glaube, hier hinten könnte Tarok gewesen sein, oder? Auf der anderen Seite war ja alles voll mit Orks und auch alles voll mit NPCs. Deswegen, dass die so Suche und alles andere insgesamt erschwert. Aber ich glaube, hier war der. Zumindest kommt mir das Ganze irgendwie gerade vielleicht bekannter vor, als es sollte. Und die Folge ist auch schon wieder rum. Auf der anderen Seite können wir uns nochmal das schöne Korinnes hier anschauen. Und das genießen, noch einmal hier sein zu dürfen. Denn wunderschön ist die Insel allemal. Zwar gespickt mit Drecksviechern. Aber ich habe mich geirrt, hier war Tarok doch nicht. Ach, das ist doch... Das ist doch... zum Kacken. Ja. Heißt, für die nächste Folge wäre es geschickt, wenn ich mich entweder informiere, was ich auch tun werde, oder ihr schreibt mir halt eben per Kommentar, wo sich Tarok auffällt. Ich glaube, es hat sogar noch schon mal jemand, aber macht sicherheitshalber nochmal. Wenn es keine Umstände macht, natürlich. Ich will hier keinem, also dass ich zur Weißglut bringen. Aber ich gucke auch nochmal nach dann bis zur nächsten Folge. Hoffentlich vergesse ich das nicht, aber ich denke nicht, weil ich mache mir immer nochmal ein paar Überlegungen, was ich in der Folge mache, die ich aufnehme, bevor ich sie aufnehme. Ich dachte allerdings in dieser Folge, dass uns das etwas länger festhält mit dem Memintal insgesamt. Wobei, das war auch eine spontane Idee, jetzt das Ulumulu abzugreifen. Deswegen war es selbstverschuldet. Aber ich meine, das ganze Let's Play ist selbstverschuldet. Ja, es ist ja meine Schuld, dass ihr das gucken dürft. Es tut mir leid. Nee, Quatsch. Gut, also ja, wie gesagt, ich gucke, dass ich Informationen aufsammeln kann bezüglich Tarok. Und in der nächsten Folge werden wir ihn dann hoffentlich aufspüren. Das alte Saftgesicht. Bis dahin. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.